heißt es jetzt abwarten, oder? Du musst ja nicht persönlich zu jedem Bandfeuer, oder? Das lasse ich mir jedoch gerne geben. Habe ich leider schon. Also kann ich es verkaufen. Das ist genauso wie die göttliche Heilung. Sie belagern unsere Stadt! Sehr gut. Aber achtet darauf, dass die Lichter nicht erlöschen! Mein Herr hat mit euch eine gute Wahl getroffen. Ja, es ist euch gelungen, den Feuerengel zu täuschen, aber nun ist der Moment der Konfrontation gekommen. Vernichtet ihn und springt das Schwert an euch. Also ja, wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir sind der Tod. Die Schlacht ist nahe. Lassen wir sie nicht warten. Das heißt, alles, was wir Wir sind der Tod. Haben, wir. Lassen wir sie nicht warten. Gebt euren Befehl. Mir nach. Können wir ihn mit der kleinen Übermacht dann überrennen, die wir haben? Und ja, ist die gute Frage. Na, wir haben nur noch diese beiden Schlüssel hier, die wir nicht mehr bräuchten. Hey, cool, wir können jetzt Char Arduin benutzen. Na ja, gut, später wird's aber dann der Hexer. Ah. Die Mentalistin kann Lebensmagie. Das ist gut. Dann könnten wir die vielleicht... Ah, muss ich gucken. Ich war nämlich am überlegen, es gibt beim der Runenhändlerin in Tirganach eine Priesterrune, eine ziemlich hochlevelige. Ob wir die dann nicht irgendwann kaufen sollten. Also ja, Stufe 28, das ist die Stufe, die wir eh erreichen müssen. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, was die Mentalistin für Lebenszauber hat. Wenn sie eine Aura der Heilung hätte, wäre es praktisch. Dann ist sie nämlich meine neue Priesterin für den Anfang. Dann hätten wir nämlich den Klingenweber. Nicht den Klingenweber, den
Prinzeps. Irgendwo müsste ich noch einen Kämpfer hernehmen. Mal gucken, wo. Die Schützin. Den Hexer und die Mentalistin. Ja, gucken wir mal einfach. Sieht ziemlich krass aus, wie meine ganzen Truppen jetzt von überall angerannt kommen. Was für eine Schlange sie halt hier unten bilden auf der Minimap. Aber ja gut, ich bin zufrieden, dass wir jetzt schon Level 25 sind. Wenn wir dann auf der letzten Map 27 erreicht haben sollten, dann bin ich wirklich zufrieden. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Schnell. Mir nach. Mir nach. Vorwärts. Mann, was für eine Armee. Vor allem die ganzen Geister. Für die Ehre. Wir sind der Tod. Gebt euren Befehl. Endlich. Ruhm und Ehre. Die beiden Arbeiter wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Ja! Gerne. Die Schlacht ist nahe. Also ja, 70 plus die 14 plus die zwei Arbeiter, ja. Ja, okay. Wie sieht's eigentlich mit den Plänen so aus? Ich glaube, das sind jetzt alle bedient, ja. Holzfällerhütte, Sägemühle, Steinbruch, Mine, Schmelze, Jagdhaus, Fischer, Zeug, Rinderzucht, Farm, ja. Zwerge sollten sowieso schon vollständig sein. Elfen eigentlich auch mittlerweile, ja. Orks auch. Trollskis hatten wir auch voll schon, ja. Und ja, Dunkelelfen haben wir jetzt gerade, die sind auch schon alle. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Vorwärts. So, wenn wir den Schattenengel töten, den Feuerengel töten, dann sollte das auch nochmal mehr Erfahrungspunkte geben. Also ja, ich finde auf jeden Fall, dass sich das jetzt gelohnt hat, das Grinding. Müssen wir jetzt nur noch gucken, ob wir das Level erreichen können für die Adamant-Rüstung. Wie gesagt, wir haben noch jetzt drei Level haben wir noch. Oh. Ein Level hier rein. Ist okay. Ein Level in schwere Kriegskunst und schwere Rüstungen. Ist auch okay. Noch eins in schwere Kriegskunst und schwere Rüstungen. Okay, ja. Ja. Dann hoffen wir mal, dass das mit den Attributspunkten auch hinhaut. Auf mein Zeichen. Folgt mir. Sofort.
ist vollbracht. Das Schwert ist wieder im Zaum. Die Schatten sind gebannt. Dennoch ist das Schwert hier nicht sicher. Ich werde es zu unserem Herrn bringen. Was? Niemals. Nie würde der Herr mir das Schwert entreißen. Unmöglich. Sei es drum, ich nehme es. Ihr habt mich getäuscht. Nicht Diener. Feinde meines Herrn seid ihr. Und ich gab euch das Wissen. Nun, dann nehmt es mit ins Grab, Betrüger. Oh, er holt den Mund. Eure Gegenwehr ist vergebens. Er ist stark auch. Eure Gegenwehr aber ist vergebens. Wir haben Armee. Nor wird uns rächen. Verstärkt die Deckung. Ein feiger Angriff. Haltet durch, Männer. Nor wird uns rächen. Der Tod ist nur der Anfang. Haltet durch, Männer. Ein ehrloser Hinterhalt. Auf mein Zeichen. Für die Freiheit. Die Linien dürfen nicht brechen. Schließt die rein. Gebt euren Befehl. Der Tod ist nur der Anfang. Die Linien dürfen nicht brechen. Feindlicher Angriff! Ein feiger Angriff! Für die Ehre! Also ja, der hält was aus. Der Nor wird uns rächen! Wo ist er denn? Oh, er ist eingefroren. Nor wird uns rächen! Sie sind überall! Aber hey, die Linien dürfen nicht brechen! Wir gehen langsam down. Schließt die rein! Der Tod ist nur der Anfang. Gebt euren Befehl. Auch habe ich mehr als genug. Feindlicher Angriff! Die Linien dürfen nicht brechen. Wir sind der Tod. Verstärkt für die Deckung. Ehre. Ein feiger Angriff. Feindlicher Angriff! Ein ehrloser Hinterhalt. Schließt die Reihen! Verstärkt die Deckung! Ein ehrloser Hinterhalt! Haltet durch, Männer! Gott sei Dank! Für die Ehre! Die Schlacht ist nahe! Ja! Sofort! So, mal gucken, was hat er denn? Bär beschwören? Zauberzone des Lichts? Krasser Zeug, ey. Fokushelm? Todesbote? Okay. Schnell! Oh, und das letzte Teil des Prinzeps. Gut, hier waren Zauber dabei, die ich benutzen würde gerne, nämlich den Bär beschwören auf jeden Fall. Und hier die Zone des Lichts. Packen die wir die mal hier hin. Okay, das Dornenschild Stufe 9, das packen wir auch mal hier dazu. Gut. Gut. Dann holen wir uns mal den Fluch, wegen dem wir hergekommen sind. Eine Klinge aus dunklem Kristall ragt aus dem Stein. Schemen scheinen sich im Inneren des Kristalls zu bewegen. Ihr seht mal, der Griff ist bedeckt mit seltsamen Symbolen einer unbekannten Schrift. Das Schattenschwert herausziehen. Die Klinge gleitet aus dem Stein. Sie bebt, als wolle sie aus eurer Hand springen. Aber als ihr einen kalten Griff
Euer Herz spürt, beruhigt sich die Waffe und liegt nun gut in der Hand. Es ist, als wäre diese Klinge für eure Hand gemacht worden. Ja. Reist mit dem Schattenschwert zurück nach Shadoon. Das Schwert ist in eurer Hand. Ihr seid bereit, dem Fear Dark gegenüberzutreten. Auch wenn ihr noch nicht wisst, wie hoch der Preis sein wird, kehrt in die Feuerstadt zurück. Dort befindet sich das Portal zum Abgrund.